Hallo liebe Verkehrsteilnehmende hier zu Wiener Verkehr. Ich habe ja damals im Februar das große Decathlon Fahrradkleidungshaul gemacht und ich habe seitdem einige Kommentare bekommen. Hey, wie zufrieden bist du denn damit? Wie gefallen dir die Sachen? Und ich konnte ja damals noch nicht sagen, wie sich das Zeug langfristig schlägt, weil da habe ich es mir gerade erst gekauft und jetzt ist aber ungefähr ja so 4, 5 Monate her. Ich habe schon ein paar tausend Kilometer jetzt mit den Klamotten und den Accessoires von Decathlon auf dem Fahrrad verbracht. Und kann jetzt, glaube ich, ganz gut sagen, was davon lohnt sich überhaupt nicht. Es waren Sachen dabei, die würde ich überhaupt nicht empfehlen, die sind eigentlich mehr oder weniger Schrott. Und es waren aber auch ein paar Sachen dabei, auch für kleines Geld, die ich extrem gut finde. Fangen wir direkt mal an mit dem ersten Teil. Eine von den zwei Sachen, die ich überhaupt nicht empfehlen kann, also da würde ich eher sagen, Finger weg, wenn ihr mich fragt. Und zwar sind es generell die Handschuhe. Ich habe jetzt hier die langen für den Winter, aber auch ja, die kurzen, kurzfingerigen würde ich auch nicht empfehlen. Kommen wir mal dazu, warum ist es so? Ich habe hier nämlich an einer Stelle, ich hatte die gar nicht oft an, ich habe aber da, hat sich einfach die ganze Naht verabschiedet. Also ihr habt hier, der ist einfach kaputt, der Handschuh. Es war nicht extrem günstig, ich glaube irgendwie 8 Euro oder so. Das, ja, wenn es euch genau interessiert, ich verlinke es euch unten nochmal, was das für einer ist. Van Rysel steht drauf und warum kann ich die anderen auch nicht wirklich empfehlen? Ich wollte dem Ganzen nochmal eine Chance geben. Ich wollte mir Kurzfingerige jetzt für den Sommer kaufen. Die hatten welche in Lilla, glaube ich. Und dann habe ich aber dort im Decathlon-Laden vor Ort mir die nochmal genau angeschaut. Und die Verarbeitung ist eben so extrem schlecht, dass da schon im Laden man sieht, dass die Handschuhe im Endeffekt ja Schrott sind. Also die Nähte und sowas, das kommt einem alles schon entgegen, bevor man die überhaupt zum ersten Mal anhat. Wo wir schon bei den Accessoires sind, ich habe hier einmal dieses Buff, also das Halstuch und dann ein Stirnband. Das Stirnband ist von Van Rysel, das andere ist einfach von Decathlon, da steht gar keine richtige Marke drauf, es steht hier nur so Rock Rider, also ich glaube, das haben sie wahrscheinlich irgendwo zugekauft, war auch extrem billig. Das Ding hier, das Halstuch, finde ich extrem gut, habe ich auch jetzt bei heißen Temperaturen dran, genauso wie das Stirnband, einfach weil das für mich so ein Windschutz ist, weil ich habe immer Angst, mich da so ein bisschen zu verkühlen. Ja, das macht seinen Job wunderbar, habe ich nichts auszusetzen. Was ich hier jetzt nicht so toll finde, klar, der Print, ob man das jetzt cool findet oder nicht, ich finde, es sieht so ganz, ganz stylisch aus eigentlich. Also da haben sie sich bei Van Rysel, bei diesem Schriftzug, haben sie sich relativ viel Gedanken gemacht, dass das auch stylisch aussieht, obwohl es jetzt keine richtige, ja, coole Marke ist. Was mich ein bisschen stört, ihr habt hier die Naht und die drückt ein bisschen am Kopf dann und deswegen drehe ich das meistens um. Ich finde es eher auch besser, wenn man die Marke jetzt nicht unbedingt sieht. Eigentlich ist es mir generell egal und ich finde es auch cooler, wenn man den Markennamen nicht sofort lesen kann. Auch wenn es jetzt eine teure Marke wäre, würde ich jetzt auch nicht gerade cool finden, wenn da so riesig draufsteht, was es jetzt auch ist. Deswegen, ich drehe es immer um, dann habe ich hier das Glatte von der Naht, habe ich dann eben am Kopf. Sieht halt ein bisschen doof aus hinten, aber wie gesagt, interessiert mich eigentlich nicht. Kann ich auch empfehlen, das fühlt sich ansonsten recht gut an und ist eben dann an den Ohren, gerade gegen den Wind, eine gute Sache. Genauso das Käppi, das ist jetzt auch hier von Van Rysel, kann man so umklappen, hat irgendwie 10 Euro gekostet, finde ich auch nicht schlecht, trage ich eigentlich gar nicht so oft, weil das Halstuch und das Stirnband ist eigentlich schon warm genug mit Helm dann auch noch. Dieses Schirmdings, das ist ein bisschen, ja, ist nicht so stabil, also gerade bei Wind oder so klappt sich das dann gerne wieder runter. Und ansonsten habe ich da eigentlich auch nichts auszusetzen. Schauen wir uns jetzt mal die Klamotten an und am Ende dann noch so Sachen wie Bikepacking-Taschen und die Trinkflasche. Da möchte ich auch noch eine Sache dazu sagen. Aber machen wir jetzt mal weiter mit der Hose. Ich habe mir hier diese langbeinige Bib, also eine Trägerhose gekauft. Für 40 Euro, glaube ich. Hat eben diese Reißverschlüsse und das habe ich euch ja alle schon gezeigt. Die ist eigentlich relativ gut, aber ich habe gemerkt, dass so ab so Kilometer 70, 80 bei so mittleren Touren ist es ein bisschen unbequem und ich glaube, das liegt schon auch an der Hose, dass die eben nicht so perfekt ist. Aber wenn ihr jetzt eben wisst, dass ihr eh nicht jeden Tag extrem lange Touren machen wollt, sondern nur ja mittlere Touren, kleinere Touren, nicht ganz so extrem, dann passt die auf jeden Fall. Es ist halt eher so eine Einsteigerhose hier. Und ich glaube vor allem, diese Naht hier, die ist einfach, das merkt man auch, wenn man drüber geht, die ist relativ hart und das schneidet dann eben ein und auch das Polster selber ist nicht so super. Ich muss aber auch sagen, ich glaube, dass das größte M ist und die ist mir ein Ticken zu groß. Da bin ich wohl zwischen S und M, also es kann einfach sein, dass es nicht meine Hose ist. Das kommt immer darauf an, wie gut die euch dann im Endeffekt passt.
Das ist nämlich sehr wichtig bei einer Fahrradhose, die muss eng anliegend sein. Ich habe jetzt auch eine kurze von Van Rysel. Ich habe jetzt generell noch ein Sommeroutfit, das kennt ihr noch gar nicht. Das wird dann in einem der nächsten Videos, werde ich euch das vorstellen. Mit dem bin ich generell auch sehr zufrieden. Also das, so viel dazu schon mal, weil das sind ja eigentlich die Winterklamotten. Da geht es jetzt eher darum, wie gut sind die Sachen generell. Und dann für den Sommer, wie gesagt, einfach dranbleiben. Eines der nächsten Videos zeige ich euch das. Zum Beispiel das Trikot hier von Van Rysel, also echt super das Zeug. Genau, das ist eben Triban hier. Nichts Besonderes, die Hose für kleinere Touren, so bis, ja, sagen wir 60, 70 Kilometer. Absolut okay aus meiner Sicht. Das hier ist eigentlich mein Lieblingsteil gewesen. Ich habe es jetzt leider gar nicht mehr an. Warum, sage ich euch gleich. Von Triban hier, das ist ein langärmeliges Radtrikot mit einigen Taschen hinten. Hat nur 20 Euro gekostet, habe ich eigentlich seit Februar bis ja, April oder was, hatte ich das immer an. Hatte ich wirklich viel an, die Taschen sind super. Das Material, klar, man merkt, es ist nicht das beste Material, aber ich finde es absolut in Ordnung. Für den Preis natürlich immer. Verarbeitung ist gut, coole Optik. Ich meine, schwarz ist natürlich generell immer nicht so gut. Würde ich euch eigentlich nicht empfehlen, einfach aufgrund der Sichtbarkeit. Schwarz absorbiert eben das Licht extrem, reflektiert überhaupt nicht und dadurch sehen euch halt zum Beispiel Autofahrer extrem schlecht. Aber das hat jetzt nichts damit direkt zu tun. Das Problem ist nur, ich hatte ja damals diesen Sturz und da hatte ich das eben an und seitdem ist das Ding hier halt mehr oder weniger Schrott leider. Bin aber überlegen, ob ich mir das dann im Herbst einfach nochmal kaufe. Wie gesagt, für die 20 Euro machte der echt nichts falsch. Ich habe ein bisschen Größe M übrigens. Es fällt relativ normal aus. Jetzt für den Sommer wahrscheinlich eh ein bisschen zu warm, aber ansonsten eigentlich von mir Empfehlung. So, jetzt noch kurz Base Layer, bevor wir dann zu dem ein bisschen spannenderen kommen, was ich dann nochmal dazu sagen muss, auf keinen Fall kaufen. Das Base Layer ist hier auch eins, ich glaube von Van Rysel, hat irgendwie 8 oder 10 Euro gekostet. Das hat hier so eine ganz coole, wie nennt man das? Also es hat so eine Struktur eben, fühlt sich ein bisschen hochwertiger an. Das hatte ich immer an, jetzt im Frühling und Winter noch. Ist jetzt nichts Besonderes. Generell muss ich aber eine Sache dazu sagen, was ich sehr cool finde bei diesen Decathlon-Sachen, was auch bei teureren Herstellern nicht immer ist. Und zwar, ihr kennt es ja, dass ihr hinten den Einnäher noch drin habt. Und Decathlon hat es so gelöst, dass der Einnäher an einem Stück Stoff dran ist und nicht direkt in der Naht drin. Und das heißt, ihr könnt einfach den Stoff abschneiden und müsst nicht den Einnäher selber abschneiden. Ich zeige euch das kurz nochmal bei dem anderen Teil hier. Also so ist es eigentlich wie bei den meisten Herstellern, da ist direkt der Einnäher in der Naht. Das ist jetzt hier eigentlich ein schlechtes Beispiel, weil hier ist es genau falsch. Aber hier war es eben so, dass da noch ein Stückchen Stoff dazwischen war und das habe ich halt hier abschneiden können. Und dadurch habt ihr dann eben nicht so dieses Papierrest, was sich dann vielleicht einschneidet. Finde ich ganz cool, weil da sieht man eben auch, dass man sich schon ein bisschen Gedanken macht über die ganzen Sachen. Wie gesagt, Base Layer, nichts Besonderes, aber auch nicht sonderlich schlecht. So, jetzt habe ich noch diese zwei Sachen hier, die Food Pouch, wenn wir gleich uns anschauen. Jetzt aber erst die Trinkflasche, eigentlich nichts Besonderes, mega Preis, kostet glaube ich nur irgendwie 3 Euro, sieht extrem stylisch aus hier zu meinem Rad, passt extrem gut dazu, aber großes Problem, das Mundstück ist relativ billig und da kommt einfach nicht viel raus, also ja, jetzt sieht man es nicht so gut, aber es hat relativ viel Widerstand beim Trinken. Und eigentlich bei den meisten anderen Flaschen, auch bei günstigeren Flaschen, kommt da einfach viel mehr Wasser raus beim Trinken. Und hier ist es halt ein bisschen anstrengend, macht keinen richtigen Spaß daraus zu trinken. Ich benutze sie trotzdem jetzt weiter, weil ich bin jetzt kein Fan davon, jetzt einfach eine neue zu kaufen. Und was macht man denn mit der? Aber ich würde sie mir nicht nochmal kaufen und ich würde sie auch nicht empfehlen. Optik ist cool, aber wie gesagt, eine Flasche, aus der man nicht richtig trinken kann, sind wir mal ehrlich, das ist eigentlich ziemlicher Scheiß. Eins meiner Highlights hier ist diese Food Pouch. Wird offiziell von Decathlon, glaube ich, als Trinkflaschenhalter für den Lenker verkauft. Aber ich glaube, ihr kennt es alle, die Food Pouches gibt es ja, so zwischen 20 und 50 Euro von Apidura jetzt zum Beispiel. Die von Decathlon kostet, glaube ich, 6,50 Euro. Kann auch nicht ganz sehr mithalten mit so einer normalen Food Pouch, weil relativ klein, also ihr seht es, die müsste ein bisschen länger sein. Aber da könnt ihr trotzdem beispielsweise eine Cola-Flasche oder was auch immer für eine Flasche. Ronaldo würde wahrscheinlich eine Wasserflasche reintun. Ich habe da aber meistens entweder Riegel und Taschentücher drin oder die GoPro mit einem kleinen Handstativ und das ist einfach super praktisch, wenn man das so am Lenker hier hat und dann kann man eben, das habe ich schon 10-mal versucht richtig auszubalancieren. Alright, kann man sich an den Lenker machen, leider, wie gesagt, relativ günstig und hier diese Halter, die gehen jetzt bei mir nicht perfekt um den Rahmen, weil der relativ breit ist und da müsste man wahrscheinlich diese Halte
nennt man es Halterriemen, wenn durch ein bisschen längere ersetzen, aber ansonsten würde ich das empfehlen, einfach um mal auszuprobieren, gefällt mir so eine Food Pouch und komme ich damit zurecht oder stört mich sowas, und dann kann man die ja vielleicht irgendwie an einen Kollegen verschenken und sich selber dann nochmal eine bisschen größere, ein bisschen teurere kaufen. Auf jeden Fall, ich bin zufrieden damit und werde vielleicht aber auch mal upgraden, weil wie gesagt, ganz perfekt ist sie nicht, aber für den Preis auf jeden Fall eine gute Sache. Die Sonnenbrille hier von Decathlon habe ich jetzt auch gerade noch rumliegen sehen. Die ist eigentlich von meiner Freundin. Keine Ahnung, wie gut die wirklich ist, aber sonderlich oft habe ich die, sehe ich sie die auch nicht, dass sie die aufhat. Also ja, schwierig. Da würde ich vielleicht eher in was bisschen Hochwertigeres investieren. Gerade weil eure Augen sind ja auch nicht gerade unwichtig. Wie gesagt, ich habe aber jetzt auch mein Sommeroutfit von Decathlon und bin mit den Sachen fast sogar noch mehr zufrieden als mit den Sachen, die ich euch jetzt gezeigt habe. Deswegen schaut unbedingt auch die nächsten Videos an, falls ihr das interessiert, da zeige ich das Zeug. Die Hose finde ich extrem gut. Falls ihr irgendwelche Anmerkungen habt, Sachen, die ihr besonders gut findet, ein besonderes Schnäppchen, was ihr besonders schlecht findet von Decathlon, bitte gerne in die Kommentare. Vielleicht finde ich da auch noch was für mich, beziehungsweise ist es auch interessant für die anderen von euch. Ich hoffe, ich habe es nichts vergessen, ansonsten werde ich das auch noch in die nächsten Videos mit einbauen. Vielleicht fällt euch ja auch noch was ein, was euch interessiert. Gerne in die Kommentare, werde ich dann auch nochmal drauf eingehen. Und ansonsten, gute und sichere Fahrt, genießt das tolle Wetter, die Sonne und bis zum nächsten Mal, euer Wiener Verkehr.